herzlich willkommen zu unserer Kundgebung von Pulse of Europe hier auf dem Marktplatz, die im September jeden Samstag bisher stattgefunden hat, außer beim letzten Mal, da mussten wir ausweichen auf den lutherischen Kirchhof. Ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Wir begrüßen aber auch die Personen, die Anwesenden, die um uns herumstehen, in den Cafés sitzen, damit sie auch etwas mitbekommen können. Reden wir auch etwas lauter von unserer Aktion. Sie werden auch etwas sehen. Ich begrüße Sie und möchte am Anfang darauf hinweisen, dass wir in unserer Bewegung feststellen können, dass doch eine gewisse Aufbruchsstimmung spürbar ist. Die Parteien haben das Thema Europa im Wahlkampf stärker betont und den Erhalt und die Weiterentwicklung hervorgehoben. Das haben wir an vielen Veranstaltungen, an unserer eigenen Veranstaltung und auch an anderen, die auch im Fernsehen übertragen wurden, sehen können und hören können. Darüber hinaus ist auch besonders festzustellen, dass der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in den letzten Tagen eine Ausweitung der Eurozone und das Ausweitung des Schengen-Raums vorgeschlagen hat. Auch das sind Ideen, die sozusagen das Europa weiter zusammenbringen können. Der französische Präsident Macron hat unlängst bei einer Rede in Griechenland eine Art Neugründung der EU durch die Bürgerinnen und Bürger vorgeschlagen. Auch das würde unseren Ideen, die wir hier vertreten haben, entsprechen. In dem Sinn kann man sagen, haben wir mit unseren Aktionen auch etwas bewirkt. Und darauf können wir, denke ich, auch stolz sein. Für heute haben wir folgenden Ablauf. Es wird gleich Professor Klaus Leggewi zu uns sprechen. Er ist Professor an der Universität in Gießen, war zuvor, glaube ich, in Bochum, in Essen. Und er ist ein bekannter Euro-Fachmann und er wird zu der Idee, was müsste denn eine künftige Bundesregierung nach den Wahlen für einen Europakurs einschlagen, sich äußern. Wir haben danach vorgesehen, das offene Mikrofon, wie bisher, wo Sie auch sprechen können, wo wir verschiedene kurze Beiträge haben können. Dann wollen wir hier noch einmal darüber auch kurz sprechen, wie geht es weiter mit der Pulse of Europe Bewegung und schließlich in einer symbolischen Darstellung aller EU-Nationalfahnen auf einem Großtransparent dieses hier auf dem Marktplatz ausbreiten. Das hat eine Größe von 6x6 Metern. Anschließend gibt es noch eine Überraschung mit dem Transparent, das verrate ich dann aber erst später. Und wir werden dann die Kundgebung abschließen mit dem gemeinsamen Singen der Europahymne. Ich möchte aber jetzt darauf hinweisen, dass Rainer Husel unter uns weilt, Marburger Musiker, bekannter Marburger Musiker aus verschiedenen Gruppen, Hammerorchester, ist bestimmt vielen Marburgern bekannt, oder Overbeck, die auch noch weiter spielt, diese Gruppe. Und er hat sich bereit erklärt, heute für uns auch hier zu spielen. Und er wird zwischendrin immer mal spielen. Und wir fangen jetzt gleich erstmal mit ihm an. Bitte schön, Herr Husel. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Oh, bin ich so viel lauter. Ja. Ich möchte zum Anfang ein Lied spielen.